Willkommen zurück zu Transference. Es bleibt spannend, werte Freunde. Wir sind zum ersten Mal in der Erinnerungswelt, wie auch immer man es nennen möchte, der Mutter. Das ist vielleicht auch so eine Art Unterbewusstsein. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ganz, ganz spannend, endlich mal die Sichtweise der Mutter zu sehen, wo hier gerade alles doch ein bisschen creepy zugange geht. Wir hören dieses Heulen, diese Geräusche, das klingt alles gar nicht sicher. Hier sehen wir zum Beispiel, von den Akten weiß sie gar nichts, dafür die Bücher ein bisschen. Spielt jetzt aber keine große Rolle, meine ich mal. Von da kamen wir. Ich gucke mich jetzt in dem Raum weiter um. Wir haben alles getan. Ja, interessant, ne? Wir haben das letzte Mal das Familienporträt von Sichtweise des Jungen gesehen, der sich alleine fühlt. Hier jetzt eindeutig die Mutter, die so abseits steht. Nur der Vater, der ist so, oh ja, alles cool, ne? Das war ein richtiges Familienfoto in seiner Welt. Aber interessant, sehr interessant, wie die das alles wahrgenommen haben. Sinnlos, Schlaflieder für jene zu singen, die nicht schlafen können. Moms letztes Konzert. Sie hat dann aufgehört mit der Musik. Okay. Ja, wahrscheinlich wegen der Depression. Ich habe alles für ihn aufgegeben. Alles für ihn aufgegeben. Ja, das hättest du nicht tun sollen. Man sollte seine eigenen Träume niemals aufgeben. Nach Möglichkeit. Das ist ja auch ein krasses Bild, oder? Schaut euch das bitte mal an. Ein vermeintliches Auge mit Zähnen in den Pupillen. Das sieht ultra krass aus. Naja, okay. Gut, schau mich hier weiter um. Ohne Erinnerung gäbe es keine Musik. Ich habe die Wissenschaftsmesse gewonnen. Ja, der Vater weiterhin erfolgreich. Aber die Mutter hat sich dann so ein bisschen abseits gefühlt, nehme ich einfach mal an, ne? Familie. Wegen der Wissenschaft, wegen der Arbeit. Langsam war es sich ja immer weniger und weniger. Flugzeugtickets für Benjamin Hayes. Ich verlasse dich, Ray. Oh, sie wollte ihn verlassen mit dem Kind. Aber kam es jemals so weit? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh Mann. Okay, wir könnten jetzt da durch, da müssen wir wohl auch durch. Bilder und so haben wir uns schon angeguckt. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Moment, was ist hier? Ist das ein... Wie sie die Türen sieht, ne? Sie muss sich... Das ist auch... Man kann so viel hineininterpretieren. Ich finde es echt schade, wenn es vielleicht Spieler gibt, die einfach da durchrennen und sich keine Gedanken darüber machen. Das ist so traurig. Weil guckt euch mal die Türen an in ihrer Welt. Das sieht aus, als wäre sie... Ja, sie muss sich wie in einer Art Gefängnis gefühlt haben. In ihrem eigenen Zuhause hat sie sich gefangen gefühlt. Sie wollte raus. Sie wollte diese Welt verlassen. Okay. Aber nicht durch diese Tür. Das ist so spannend. Okay, hier. Wisst ihr, das ist noch die normale Tür, weil die zu Benjamin führt. Nee, tut sie gar nicht. Das ist der Aktenschrank. Ich erzähle euch gerade Bullshit. Das war die Benjamin-Tür. Aber die sieht auch wie ein Gefängnis aus. Und führt auch gar nicht zum Zimmer. Okay. Genau, da haben wir ja angefangen. Okay, da muss ich wohl... Da waren wir auch schon. Alles klar. Dann muss ich wohl dahin, wo wir noch nicht waren. Hier. Und hier fehlt einiges. Oh, diese Bilder, ey. Es wird lauter. Die Klavierstück, stimmt, da hinten stand ja das Klavier. Da wird es bestimmt weitergehen. Wir kommen nicht raus. Ja, auch hier ist sehr symbolisch wieder. Ja, ich gucke gleich wegen dem Klavier. Ich weiß, wo ich hin muss. Was ist mit meiner Musik passiert? Liebe Miss Hayes, so schöne Kolomusik habe ich nicht mehr gehört seit... Ja, aber sie hat es ja aufgegeben, beziehungsweise sie hatte nicht mehr so wirklich die Inspiration zum Spielen. Okay, da hinten Klavier, fehlende Datei. Oh, hier ist sehr viel Dunkles noch. Das Klavier, ja, ich höre dich. Die brauchen mich nicht. Niemand. Das Bosner Orchester lädt sie herzlich zu einem gemeinsamen Auftritt. Ja, was klingt doch... Ja, ist doch gut, Klavier. Was fehlt da? Glühbirne. Was, eine Glühbirne? Wir hatten eine Glühbirne gesehen. Vielleicht... Moment. Wir hatten eine Glühbirne gesehen.
Aber sie hat sich das vielleicht auch einfach nur selbst eingeredet, dass sie mit der Musik und so nichts mehr machen kann. So, da unten, ne? Nehmen wir die mal mit? So, dass wir ein Objekt auch mal benutzen müssen. Und da einsetzen. Nee, was habe ich denn jetzt? Ein Metronom, ja, das wird mir jetzt nicht weiterhelfen. Nee, nimm noch mal. Wo soll ich denn die Glühbirne einsetzen? Hier sind doch überall Glühbirnen drin. Ah, okay. Okay, jetzt hat wenigstens das Klimpere aufgehört, aber wir brauchen noch die Datei des Klaviers. Müssen wir jetzt spielen? Ich habe keine Ahnung, was ich spielen soll. Ist da... Moment, was war das? Brauche ich wieder eine Hilfe? Ich weiß nicht. Oh oh. War das falsch? Ja, Leute, woher soll ich denn wissen, was ich hier spielen muss? Ich hab doch keine Ahnung. Also immer, wenn ich... Oh Gott. Leute. Alles gut? Ich glaube, ich habe nicht mehr so viele Versuche. Ich muss 4 Tasten richtig drücken, habe ich so den Eindruck. Wartet mal, so wie die leuchten. Der leuchtet, dann leuchtet... Nee, dann leuchten viele. Das macht auch keinen Sinn, so wie die leuchten. Soll ich damit anfangen? Mit der? Oder mit dem? Nee, das macht alles keinen Sinn. Man hört dann den Ton nochmal so nachhallen. Aber was dann? Vielleicht soll ich echt auf die einzelnen Tasten achten. Jetzt leuchten die 4 immer. Ah, jetzt leuchtet die auch mal. Nee, das macht keinen Sinn. Das ist nur, egal wo ich die Maus habe, dann ändert sie es. Ja, okay, so macht das keinen Sinn. Ich brauche irgendwie einen Hinweis. Oh Gott. Ich brauche irgendwo einen Hinweis. Okay, Leute, mir ist das aufgefallen, nachdem ich noch ein bisschen rumprobiert habe. Diese Lampen, ich hatte überhaupt keine Acht darauf. Die gehen ja teilweise an, wenn ich hier rumdrücke. Und das ist wohl das Rätsels Lösung. Eventuell müssen alle Lampen brennen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die sich verhalten. Da gehen die 2 an, okay. Das ist schon mal gut. Jetzt ging aber die wieder aus. Okay, es wechselt dann auch wieder. Interessant, okay. Probieren wir es mal weiter. Dann die. Und jetzt nur noch die 2 äußeren, aber ich weiß nicht, welche Taste dafür. Oh, jetzt fehlt nur noch... Warte, wenn ich jetzt Glück habe. Nein! Ah, schade, okay. Moment, das ist weiterhin probieren. Jetzt die an. Also gewisse Tasten machen halt gewisse Lampen an und auch wieder aus. Im Grunde müssen wir uns nur merken, wer was anmacht. Also, mal von vorne. Die erste macht nur die erste an. Die zweite macht 2 und 5 an. Die macht aber wieder... Okay, die macht es wieder aus, die 1. Also ist die schon mal schlecht. Okay, ich denke, dass die 3 wichtig ist, weil dann gehen 2 an. Die 2 ist wichtig, weil dann die 2 angehen. Dann probiere ich mal die hier. Shit, da ging was... Ja, da geht nur das rechte Licht an. Ah! Okay, also du machst die an. Das ist gar nicht so einfach. Okay, ich... Aber nur... Die ganz rechts macht die an. Also das ist schon mal wichtig. Okay, das war falsch. Ja, das wird einige Versuche dauern. Ist nicht so einfach, aber ich mag es, wenn es anspruchsvoller ist. Okay, also nochmal. Die ist wichtig, weil nur so die rechte angeht. Dann haben wir gesagt, die dritte macht ja die beiden an. So, wie kriege ich jetzt noch die 2 an? Das ist jetzt die große Frage. Ich habe noch 2 Tasten zur Verfügung. Shit, das war jetzt natürlich dumm. Ich muss noch ein bisschen rumprobieren. Du gehst... Okay. Die
erste dann... durch dich? Nein, ah! Das habe ich wieder falsch gemacht. Ich wollte... okay, du... ja, aber dann gehst du wieder aus. Das will ich ja nicht. Oh, nice. Die letzte muss ich nochmal anmachen. Moment, was war es? Die dritte, oder? Oh mein Gott! Zum Glück haben wir unendlich Versuche. So, die 3 geht an. Dann die letzte. Das ist echt nicht einfach. Man müsste es ja eigentlich nur merken, aber... zur Not schreibe ich mir das alles auf. Damit wir die richtige Kombination finden, weil es ist im Kopf, ist es schwierig. Ja, okay, wisst ihr was? Ich schreibe das jetzt wirklich auf. Sonst werden wir dann noch ewig verweilen. Ja, wenn ich mal wieder was zum Schreiben hätte. Einen Moment, bitte. Okay, Freunde, da bin ich wieder und ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Also, wir haben insgesamt 3, 4, 5, 6 Lämpchen. Wir haben auch insgesamt 6 Tasten, die wir drücken können. Taste 1 macht nur das erste Licht an. Taste 2 macht Licht Nummer 2 und 5 an. Also, man könnte auch sagen, die länglichen Lampen. Die Nummer 3 macht 1 und 3 an. Die Nummer 4 macht 4 und 5 an. Die Nummer 5 macht 2 und 3 an. Und die Nummer 6 macht 5 und 6 an. So, mit diesem Wissen, 4 Tasten dürfen wir drücken. Und das Ziel ist es wohl, dass sämtliche Lämpchen leuchten. Das ist ein anspruchsvolles Rätsel, diesmal selbst wenn man es sich aufschreibt. Und ich werde jetzt mal gucken. Also, wenn wir 5 und 6, dann könnten wir auch noch... ne, dann geht das schon mal nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich absichtlich mal ein Lämpchen auch ausmachen und dann wieder an, damit es mit der anderen Konstellation auch passt. Ist sehr interessant eigentlich. Also, 4 Tasten. Ich denke mal, dass die dritte auf jeden Fall wichtig ist. So, jetzt brennt 1 und 3. Wir können noch 4 und 5 zum Leuchten bringen und 5 und 6. Was wir auf jeden Fall wissen, wir müssen auf jeden Fall die 6 drücken, weil nur mit der 6. Taste geht auch das 6. Lämpchen an. Das ist, soweit ist klar. Aber die 4, ich gucke gerade nochmal, die 4, das 4. Lämpchen. Oh, das ist interessant. Das 4. Lämpchen geht nur durch die Taste 4 an. 1, 2, 3, 4. Nur so kriegen wir das 4. Lämpchen zum Leuchten. Das Problem ist, wenn ich jetzt die 6 drücke, geht ja die wieder aus. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal eine Taste drücken, die die 5 anmacht. Was fehlt noch? Es fehlt 2 und 5. Und laut meiner Liste, ja, Taste 2 wird Lämpchen 2 und 5 anmachen. Dann sollten wir es haben. Das Rätsel hat mir sehr gut gefallen, aber es ist wirklich nur zu lösen, wenn man... ganz ehrlich, es ist nur zu lösen, wenn man es sich aufschreibt. Also Hut ab für diejenigen, die das im Kopf sich ausrechnen. So, ein paar Kopfhörer. Okay. Dann können wir jetzt die Erinnerungswelt der werten Dame weiter uns anschauen. Ich bin gespannt. Cat, du musst sofort raus. Dieser Ort ist Gift für dich. Wer hat das geschrieben? Elizabeth Matthews. Wer ist das? Vielleicht eine Verwandte oder so? Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Niemand kann sagen, wir hätten es nicht versucht. Retten Sie Ihre Ehe jetzt mit einer Eheberatung oder so? Okay. Also sie hat immer dran festgehalten. Nur ein letztes Lied. Stirb, mein Schatz, stirb. What? Ah, okay. Ich glaube, das haben wir aber schon mal gesehen. Ich will das gar nicht mitnehmen. Oh Gott, die arme Frau, ey. Okay. Sonst ist hier, glaube ich, nichts weiter. Gut, und wir haben jetzt noch eine Tür, die wir erkunden können. Schauen wir mal. Denn hier war ja auch noch alles dunkel.
Ja, auch wieder sehr symbolisch. Er hat sich halt wie in einem, ja, wie in einem Käfig gefühlt. Der muss, wie so ein Vogel, der Musik macht, könnte man sagen. Sehr krass. Wie man mit Depressionen umgeht, ja. Sicher nicht einfach. Ah, und vor allem, oh Gott. Oh mein Gott. Das sind immer so diese Gänsehautmomente in diesem Spiel, die ich so feiere aber auch. Oh, nice. Die Tür geht auf. Ja, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt eher ihr nach? Man hört schon wieder diese dunkle Gestalt oder so, was weiß ich. Ray, ich halte das nicht mehr aus. Bitte lass mich gehen. Lass uns gehen. Warum seid ihr nicht einfach gegangen? Wir haben ein neues Video. Und das gucken wir in Windeseile uns an. Seiten. Wir wissen das alles schon von Geburt an. Wir wissen es. Es ist in unserer DNA. Die Frage ist, hören wir zu? Deshalb hast du so viel Talent. Du fühlst das Universum, die Harmonien der winzigen Strings, aus denen alles besteht. Das Geräusch, wenn du lachst und die Luft, die wir beide atmen und dein Haar, das weich auf das Kissen fällt. Du kanalisierst es nur über die Saiten deines Cellos, so wie Gott mit den Saiten des Universums spielt. Richtig? Und das ist alles. Wir sind alles. Du solltest jetzt schlafen. Ja. Ja, okay. Und so, der Raymond total vernarrt. Oder vielleicht hat diese Musik wirklich etwas mehr Bedeutung, als wir bisher annahmen. Oder vielleicht war das nur in Raymonds Kopf oder es war seine Muse oder was auch immer. Lips, ich bin über die Belastungsgrenze. Ich bin kaputt. An Elisabeth. Achso, die Abkürzung davon, Lips. Ja, also es wird wahrscheinlich eine Schwester oder so sein. Oh Gott, wieder dieses Bild. Ja, okay. Nochmal Kopfhörer. Hat sie bestimmt öfters gemacht. Einfach Kopfhörer auf, Musik gehört und sich abgeschottet von dem, was hier so abging. Ich habe so schöne Musik gespielt. Ja, leider hast du aufgehört. Aber du musstest es wohl tun. Ich sitze fest. Die Glasglocke, ja, genau so wird sie sich gefühlt haben. Oh Mann. Das haben wir uns angeguckt, meine ich. Hier gibt es noch einige Schubladen, aber nichts drin. Doch hier. Du solltest meine Musik haben. San Francisco Symphony Orchestra mit Catherine Hayes. Das klingt seltsam, wenn man das schüttelt, aber okay. Nee, ich wollte das eigentlich wieder zumachen. Sorry. Gucken, ob die anderen Laden aufgehen. Nee, da ist aber auch was drin, oder? Da ist auch was drin. Ein weiteres Video. Gut, wir gucken uns das gleich an. Da unten noch. Nee, da ist nichts drin. War da wirklich nichts drin? Nee, in der Dunkelheit. Nee, da ist nichts drin. Okay. Okay, wir machen gerade den Raum noch fertig, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns noch das Video an. Und dann ist der Part leider auch schon wieder voll. Es geht viel zu schnell, nicht wahr? Aber egal. Da sind wieder diese Bilder. Oh je. Yeah. Das haben wir uns angeguckt. Okay, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Hier geht es ja auch gar nicht weiter, ne? Dann müssen wir wahrscheinlich in den Raum, wo uns die Mutter hinführen wollte vorhin. Na super. Du stehst jetzt nicht da, wenn ich die Tür aufmache, oder? Das ist so creepy, wenn die einfach da rumstehen. Das ist so ein gutes Stilmittel. Das funktioniert einfach. Vor allem, was ich an dem Spiel sehr wertschätze, es sind nicht diese Jumpscares, wie sonst jedes Spiel machen würde. Selbst Layers of Fear hat darauf zurückgegriffen, dass du, keine Ahnung, du drehst dich um, auf einmal diese überlaute Musik. Nein, es wirkt gerade deswegen, weil keine Musik kommt. Da steht die einfach nur da und geht dann ihres Weges. Das wirkt, meiner Meinung zumindest, so viel mehr, wie wenn da jetzt, keine Ahnung, was für eine laute Musik noch dazu kommen würde. So, Videologs.
Oh, überlegen, wo ist neu? Eins von den beiden oder Catherine, das muss es sein. Happy Birthday, lieber Benjamin. Happy Birthday to you. Na los, blass die Kerzen aus. Ja, oh, was hast du dir gewünscht? Ich darf's nicht verraten. Na klar, sag's mir, was hast du dir gewünscht? Ich kann nicht. Was hast du? Sei ruhig. Raymond, wie lautet dein Wunsch, Kumpel? Sag's mir. Jetzt sag's mir, was hast du dir gewünscht? So hat sich das also abgespielt auf der anderen Seite. Interessant. Ja, kein Wunder, dass da die Mutter dann eingegriffen hat. Der Vater da deutlich, warum auch immer, seltsam drauf reagiert hat. Ja, gut, Freunde. Leider schon wieder hier ein Cut. Aber es geht spannend weiter, wenn wir der Mutter folgen hier bei Let's Play Transference. Bis dann.